die am 17. März 2022 zum Thema Corona Folgendes sagte. Nein, es geht nicht um Freiheit durch Zwang, sondern es geht darum, dass eine Minderheit nicht diktieren kann, wie eine Mehrheit in diesem Land lebt. Ich bin für die allgemeine Impfpflicht ab 18 für alle Erwachsenen. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Und dieser Satz, es geht nicht, dass eine Minderheit diktieren kann, wie eine Mehrheit in diesem Land zu leben hat. Es sind Sätze wie diese, über die gerade wieder heftig diskutiert und debattiert wird. Und es liegt auch an 2000 Seiten an Dokumenten aus dem RKI, die jetzt der Öffentlichkeit vorliegen. Wobei, es geht vor allem um das, was da nicht zu lesen ist, weil es geschwärzt wurde. Ein Skandal. Sie sagt, wie mit der Pandemie noch heute Stimmung gegen unsere Demokratie gemacht wird, besorgt mich. Eine Aufarbeitung sollte nicht missbraucht werden, um Politiker, Ärzte und andere zu diffamieren.